Was für eine Idee hast du? Was ich hier baue. Da war ich jetzt schon. Sehr gut. Boah, krass. Krass, krass, krass. So. Sören sagt, die kommen zu mir, die kommen immer zu mir, was kann ich denn dann dafür? Irgendwas musst du gemacht haben. Gesundheit, Baritz. Danke, danke. Gut, dass ich hier immer ein bisschen Vorrat habe. Auch wieder Stufen. So, René schreibt 17. Sören schreibt, ich schreibe schon wieder zu viel, bin wieder ruhig. Ich habe aber nichts gemacht. Nein, zu viel Schreiben gibt es nicht. Nicht in unserem Stream. Das stimmt. Jetzt habe ich den Buff wieder. Kaum gehe ich hier runter, habe ich den Buff wieder. Sehr schön. Dabei ist hier so viel Eisen, was ich abbauen muss und möchte, ohne Spaß. Also die Ecke hier ist echt unfassbar, also echt. Hier ist so viel Kohle. Kohle. Hier kommt irgendwie Wasser nach unten. Oha, hier ist ein Loch tatsächlich. Warte, ich schwimme mal runter. Oha, ich glaube, ist es das, was ich glaube, was ist es? Das ist es. Lol, ich hab ein Loch gefunden. Hier in der Höhle. Darf ich dir für diese Aussage einfach mal applaudieren? Danke. Ich habe hier ein Loch gefunden in der Höhle. Ja, erzähl ruhig weiter. Da fließt Wasser raus. Und nein. Wenn man dieses Loch hochschwimmt, dann ist man genau unterm Wassertempel. Wenn man das weiterdenkt, ist es auf einer sehr perversen Aber wir können uns von dort halt nach oben bauen, weißt du? So. Genau. Das habe ich mir auch mal sagen lassen. Können uns von dort nach oben bauen. Ah, es wird fast mehr ein Kuppeldach, habe ich die Befürchtung hier gerade. Hier ist echt. Das kann ich hier nicht runterspringen. Hier ist noch ein bisschen Eisen und ein bisschen Kohle. Das würde ich gerne noch abbauen. Dann ist alles gut. Frage an Sayan, an mich, wie alt ich bin. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein elfenhafter Prinz, der nicht älter als 18 wird, wäre das gelogen. Also sage ich einfach mal 24 wollte ich sagen. Das war bei mir gerade ein bisschen abgehakt. Ja, genau. So. So. What is this now? Okay, say what in the butt? What? In the butt. What? Och, ich glaube, ich kriege hier noch eine Kurve. Dann habe ich, glaube ich, schon den perfekten Raum für unseren arkanen Verzauberer gefunden. Den wir noch lange nicht haben werden, wenn das so weitergeht hier. Weiß ja noch niemand. Ach so. Dann kann er tatsächlich hier in die Turmspitze. Wow. Wow. In die Turmspitze, drinnen rein. Wow. So. Herr Seyer, wollen wir mal eine Pause machen?
Wolltest du unbedingt eine Pause machen? Wollen wir kurz was zu snacken machen? Ja. Wir sind jetzt bei 3 Stunden 20 Minuten. Ich meine, 10 Minuten können wir noch, dann haben wir die halbe Stunde voll. Wie viele Minuten noch? 10 Minuten. Ja, bei dir, bei mir sind es 2, dann haben wir 3 Stunden 30. Ja, und bei mir sind es 10 Minuten, dann haben wir 3 Stunden 30. Machen wir die 10 Minütchen noch. Dann machen wir mal so, keine Ahnung, was sagen wir, 5 bis 10 Minuten Pause? Ja. 5. Okay. Halt für ein schnelles Gesnacke. Genau, eben mal schnell Brote schmieren oder sowas. Oh, hab mich gerade erschreckt. Wieso? Oder bin gerade hier unerwartetermaßen runtergefallen. Ach so. So, weißt du, dann kannst du hier, oh, du bist gebufft. Du stinkst. Ach, für Schmerz. Oh. Können wir hier nämlich die Bücherregale reinpacken. Da, wo du stehst im Grunde, also hier käme dann ungefähr, ne, so an diesem Punkt käme dann wahrscheinlich der Table hin und dann könntest du hier drumherum Bücherregale machen. Wenn du meinst. Ne? Das ist meine Idee. Dass es so weit geht? Widersprich mir doch nicht immer. Na, dann nicht, dann mach, was du willst. Ja, ist doch so schwer. Ich möchte mal die Aussicht. Wow, Aussicht. Wow, Aussicht. Max, wow, mit Aussicht. Frage an Sayan. Lisa schwärmt für dich und ist 17. Wie wären ihre Chancen bei dir? Um jetzt mal die matschhafte Art eines Bekannten zu zitieren, 17 ist ja fast 18 und 18 ist fast erwachsen. Genau, das stimmt. Mhm. Paddy schreibt, oh, jetzt wird es aber lächerlich. Hey, wieso? Ach, Paddy, sei nicht neidisch. Frage an Paddy, was meinst du? Paddy, was für Chancen soll jemand bei jemandem haben, der denjenigen null kennt? Hm, muss ich ihm zustimmen. René schreibt, und dann? Aber ohne Fragezeichen und Ausrufezeichen, also nur und dann. Ist das dein Ernst, Junge? Ja. Hä, was, wie und dann? Ich meinte, ich bin schon wieder gebufft, weil ich gerade ans Wasser gegangen bin. Das ist noch ein Ei. Sorry, aber du lernst es nicht, ne? Ja, egal. Hey, ich will das Ei. Barretts. Ich kann nicht, ich kann nicht mal hier Blätter abbauen. Ich will das Ei haben. Gib mir mein Ei. Komm zu mir, Ei. Barretts, doch sein Ei zurück. Da liegt noch eins, dann nehme ich das. Oh so. Mann, ey. So, hier fehlt noch, ne? Ja, hier fehlt noch 1, 2, 3, 4. Pow. Nicht getroffen. Wir sind zu weit weg. Na gut. Junge, 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 haben wir hier was aufgebaut, ey. Hallo, bist du noch da? Ich überlege gerade, ich habe da voll die Idee. Oh nein, das war noch nicht reif, so ein Scheiß. Doch, ich habe eine Idee. Max schrieb übrigens, Antwort an Paddy war auf den Altersunterschied bezogen. Und Paddy meinte nur nicht auf 17-Jährige und Paddy sei ja. Okay. Ja, ich werde manchmal aus diesen Konversationen auch nicht schlau. Gut. Dann bin ich beruhigt. Bin ich der Einzige. So, dann hätte ich jetzt tatsächlich nur das Problem, wie ich meine Idee umsetze. Schwierig. Schwierig. Und schwierig. Paddy, dann, ihr habt aber echt den Hammer geschwungen. Ich schwing meinen Hammer jeden Abend. Oh yeah. Oh, das ist ein bisschen traurig, ne? Geht. Ich trainiere. Paddy meint, Sayan, wärst du etwa eifersüchtig, Paddy? Was? Was? Leute, bitte bleibt bei einer geeigneten Aussprache und dass ich damit was anfangen kann. Danke. Paddy schreibt an Paddy, nicht auf eine 17-Jährige. Alter. Was? Paddy, bitte Deutsch. Keine Ahnung, ich komme noch nicht mehr mit. Die haben mich restlos verwirrt.
Ein Fortschritt macht dich fein erreicht. Suit up, bitch. Oh yeah. So, dann werde ich das dahin haben. Machen wir das am besten hier ungefähr. Oh, inzwischen habe ich in beiden Armen sind beide Arme eingeschlafen, weil ich so doof auf meinem Schreibtisch sitze im Moment. Oh, schrecklich. Junge, du sitzt Junge. Auf deinem Schreibtisch. Ja, sicher. Du nicht? Nein. Okay. Ich sitze auf dem Stuhl. Okay. Okay, Paddy schrieb noch, es ist echt zu spät für dich. Max schreibt, schreibt dann Antwort an Saiyan, Paddy zitiert. Oh, ich mach die Kühe nochmal. Perfekt. Das ist eine gute Idee. Okay. Wird schon gut, Leute. Alles wird gut. Und wenn es nicht gut wird, wird's besser. Genau. Alles gut. Ach, diese gut. Ich hoffe, ich baue jetzt nicht etwas, das ich dann später nochmal unter Tränen korrigieren muss. Oh, come on. Unsere Fleischproduktion läuft auch an. Das ist ja ein rotes Vergnügen. 5, hoppala, 6, 7, 8, 9. Wir haben jetzt schon 9 erwachsene Kühe. Du brauchst bald eine Cola, wie es sich anhört. Ja. Wenn wir unsere Pause machen in 3 Minuten, dann werde ich sie mir auch holen. Okay. Eigentlich könnte ich sie mir jetzt auch jetzt holen, weil ich müsste einfach nur einmal kurz nach hinten rollen und wieder nach vorne rollen und dann wäre alles gut, aber... Ah, weiß ja, wie das so ist, ne? Ja. Kannst du ja den Aufnehmer machen. Das sind ja komische, ja, ganz Geräusche komische und, Geräusche. Ja, das geht gar nicht. So, ich gucke mal, was die Felder in der Mine machen. Oh nein, es regnet. Für mich ist das jetzt kein Problem. Okay. Sieht das ja schon schön aus. Ich lasse es mal alles gelb werden. Und hier. Das eine Kartoffel fertig. Drauf. Zack. Ja, gelber Schnee. Läuft bei dir. Don't eat yellow snow. Mhm. Ich hätte sogar einen Karotten. So, Moment, jetzt muss ich mal. Oh, ah, Mensch, jetzt so. So, Paddy, hast du dir auf WhatsApp erklärt, damit auch du das verstehst? Okay, kann ich jetzt aber trotzdem nicht gerade. Max schreibt, traurige Aussage, bin weg, bye bye. Haust da rein, Max. Tja. Paddy schreibt, was soll das eigentlich auf dem Server werden? Mittelalter-RPG-Server oder einfach nur schön bauen und angucken? Wir wollen überleben. Ja, genau. René schreibt, das Mädchen aus der Schule würde ich gerne küssen. Und Paddy meint, aus dem Fenster guck, ja wirklich, oh, nur in-game bei Saiyan. Achso, das war auf den Regen bezogen. Oh, deine Hacke ist kaputt gegangen. Oh, ich weiß. Oh nein. Doch. Los, bau schneller. Es tut mir leid, Meister, es tut mir leid. Ach ja. Oh, ich habe mich anders hingesetzt, das ist ja super angenehm. Hui. Oh, lebensverändernde Erfahrung. Ohne Spaß. Oh, ich hab's geschafft. Jump'n'Run bestanden. Geil. Oh nein, ich hab's nicht geschafft. Oh. Was wird das hier? Ein Ausguck? Ein Was? Turm am Turm. Ich verstehe. So wie drüben? Ja, fast. Nur höher, ja? Besser. Sehr gut.
Ja, sein, wir können Schluss machen. Also zumindest nee, Pause machen. Wie ich wollte sagen, wir machen nicht Schluss, wir machen Pause. Ja, wir machen, können jetzt Pause machen. Ich wollte mich gerade erschrecken, ey. Gut, dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder, Kinders. Bleibt im Stream. Ja. Außer euch wird zu langweilig und ihr wollt schlafen. Dann geht schlafen. Genau. Gut. Dann bis gleich. Tschüss. Tschüss.